Und herzlich willkommen hier zur nächsten Aufnahme Exit zusammen mit Markus. Servus. In der letzten Folge haben wir unser schönes Feld erweitert und haben unser erstes Brot gebraut. Schau mal, hast du Hunger? Ich schenk dir Brot. Okay. Jetzt sammle ich selber wieder ein mit meinem Magic-Schwert. Ja. Jetzt gebe ich es dir wieder. Ja, genau, ein fehlt. Den Zaun hier höher setzen. Oh. Weil sonst kann man da trotzdem reinlaufen. Hast du normale Redwalk-Steine? Nein. Glaub nicht. Doch, doch. Unten. Nein, ich habe alle gebrannt. Nee, wo ist Cobblestone? Ja, aber so gebrannte habe ich halt nicht, gib so meine ich. Gib die mal. Ja, ich brauche die nur. Die wird Cobblestone, meine ich. Sorry. So. Danke. Bitte. Ich baue hier mal noch. Man kann die nicht aufeinander setzen, die Mauern. Doch. Bringst du mir mal bitte eine Spitzhacke mit? Jo. Gleich. So ein paar mehr von denen gemacht? Ja, 12. Okay, das reicht glaube ich nicht. Ich mache nochmal. Mach nochmal welche. So. Muss eins weiter hochsetzen, oder? Nö, ich würde das jetzt so mit einer Doppelding bauen. So, Doppelhöhe. Hey, was habe ich jetzt gedroppt bekommen? Gysal-Seeds. Achso, haben wir ja schon mal. Also Doppelhöhe, oder? Ja, so sieht auch cool aus. Vor allem mit diesen Zäunen hier. Da brauchst du es jetzt eigentlich nicht doppelt machen. Aber sieht besser aus. Es beibehalten. Dann hier wieder. Langsam abflachen. Hast du noch welche? Ja, neun. Ah? Neun, ja. Ja, dann kommen wir hier rüber noch. Aber hier fehlen noch welche. Gib mir mal noch mal, weil ich brauche 1, 2, 3. 3. Kannst du mal gehen? Okay, passt. Muss ich schauen, dass ich hier wieder irgendwie rauskomme. Kannst du drüber gehen? Nein. Doch. Kannst du da nicht drüber gehen? Ja, hab ich ja schon. Das wäre nicht doch sinnlos. Ist aber so. Nö. Hast du noch eine? Man kommt da nicht drüber. Fuck, ich muss noch welche machen. Geht nicht, geht nicht. Nee, ich hab keine mehr. Was soll ich machen? Ah, die Baumfarm hier lege ich jetzt mal um. Hier können wir dann Büsche anbauen. Das passt eher, weil die Bäume, die rasen uns immer da oben rein. In unsere Mauer. Ja. Ich brauche hier mal lieber dann Büsche an, wenn wir irgendwelche finden im Wald oder so. Die bringen uns auch. Die geben zwar nicht viel Essen, aber wachsen so schnell nach. Hast du mir jetzt eine Spitzhacke mitgebracht? Ja. Ist aber weggerannt mal. Bist du? Hier rum. Ah. Da. Danke. Bitte. So. Sieht das stylisch aus, oder? Aber da müssen wir dann am besten auch noch ein Zauntor reinmachen. Sonst folgen uns dann die Monster auch einfach rein. Ja. Aber langsam wird unser Du stirbst. Ja. Weil ich wieder auf diesen komischen Busch gelandet bin. Achso. Ich baue jetzt weiter rein hier. Lander dauernd auf diesen Busch. Ich will hier nicht das Monsterfalle haben.
funktioniert bestimmt gut. Sterben zwar langsam, aber die Items sind alle getroppt. Die erste Melone. Hä, hast du einen abgebaut? Nein. Aber an der Stelle war doch. Lol. Ich hab da welche. Hä, warum hab ich die? Die haben jetzt ernsthaft das kaputt gemacht. Okay. Warte, zack. Ich mach mal die Felder hier kaputt, damit wir wissen, hier wachsen Melonen. So, willst du mich verarschen hier? Ich hab doch auf dem Feld rum. Das sind nicht Melonen Seeds, wo du gerade mir gegeben hast. Doch. Pumpkin Seeds, Melon Seeds, Kaktus. Ich will nicht alles haben. Ich habe gar keinen Platz dafür. Egal. Das sind aber Melonen Seeds. Ich würde sagen, das komplette rechte Feld mache ich jetzt nur Melonen und reiße die Melonen ruhig aus dem wieder ab. Das war auch intelligent. Melonensamen runterwerfen. Ich brauche Melonen, du hast doch bestimmt welche eingesammelt. Machen wir die Seite hier dann komplett zu einem Karottenfeld, würde ich sagen, oder? Ich finde jetzt auch Barley nicht ganz so produktiv, da finde ich das Karotten besser. Hast du Holz? Ja, mehr ist genug hier. Ist hier drin. Ich wollte nicht Balle anbauen. Ich mache jetzt auf der Seite hier ein reines Karottenfeld. Ja. Auf der anderen Seite mache ich ein reines Melonenfeld. Hast du noch Melonen? Nein. Nein? Muss aber noch welche haben. Nein. Doch. Ich sag, dass du noch welche hast, also hast du welche. Nein, habe ich nicht. Dann müssen wir warten, bis die blöden Melonen wachsen. Wir haben auch nicht mehr genug Karotten, um das ganze Feld zu bepflanzen. So, ich will ja Barley Seeds eingesammelt. Aber wie viel Redstone wir einfach haben. Meinst du, soll ich auch Pumpkins anbauen? Nee, ne? Die sind sinnlos. Ja, das ist immer so. Wollen wir uns vielleicht mal Rüstungen craften? Wollen wir uns vielleicht mal Rüstungen craften? Keine Ahnung. Weil wir rennen immer noch komplett ohne rum und es wäre halt doch irgendwie sinnvoll, Rüstungen zu haben. Ich finde gerade irgendwie unser Haus nicht mehr. Bin ich jetzt behindert? Weiß ich nicht. Hä? Ah ne, das ist da hinten. Aber das Skelett, wo geschossen hat, war nicht gut im Zielen. So, da fehlt mir auch einmal schön hier an den Zaun reingeschossen. Ich könnte mir mal eine Eiswurstung. Du hast ja schon eine überpowerte... Ja, Brustplatte habe ich eigentlich. Okay. Und du hast noch eine. Ja. Nicht mehr lang. Du hast ja noch deine Brustplatte da. Ja, die mit Protection 2 oder 3, was das war, ne? Schutz 3, ja. Ah. So,
Soll ich jetzt mal Eisenrüstung bauen? Für mich? Ja, kannst du machen. Die komplette oder? Wäre sinnvoll. Massenproduktion einleiten. Melonen. Massenproduktion. Voll cool aus, wie die das aus dem Boden sprießen hier gerade. So, das heißt, ich brauche jetzt nochmal eine Reihe hier. Und eine Reihe hier. Dann wäre auch die Melonen fallen. Brauchst du auch noch Rüstung? Ja, alles bis auf Brustplatte brauche ich. Langsam merkt man es, die Aufnahme wird länger, ich bin müde. Letzte Nacht war auch schon kurz. Ah, gleich 7 Melonen. Das passt. Ich habe gerade aus einer 7 bekommen, da kann ich dann doch recht schnell das Feld hier vollbringen. Okay, bist du da was drum? Ja, bringen Sie mir schnell. Ich bin am Feld. Lol. Was? Was ist das, ein komischer Vogel? Ist er. Ja, ich lass halt die wachsen, die Melonen. Oh, du bist ein Creeper. Lol. Ja. Monster. Zombie. Ja, ein Zombie. Bin ich schon länger. Hast du das Zombie-Kopf aufgesetzt? Dir ist jetzt das aufgefallen? Nein, aber das ist ich schon ein paar Aufnahmen lang. Ja, ich hab schon gemerkt, aber nicht so, dass die dich analysiert. Ich schau nicht da die ganze Zeit deinen Kopf an. Nicht? Nein. Bin ich traurig. Ja. Aber das sieht voll cool aus, das Feld hier. Ah, welcher Vogel. Da, dieser blöde Aasgeier hier. Ture. Bring mir einen Bogen. Ich hol dich runter. Ja, der bleibt die ganze Zeit über mir. Den hol ich jetzt runter. Ein Schuss weg. Feiner Bogen. Ab zu 4 Pfeile, die werden damit. Dann mache ich noch 0. Das soll sich hier nie wieder blicken lassen. Never. Scheinbar hat er die Drohung verstanden. Hep. So, ab jetzt kriegen wir Gewinn aus unserer Farm. Ja. Und jetzt ist er voll. So, alles, was jetzt da kommt, können wir fressen. Jetzt können wir hier einmal bam, 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 bam. Karottenpower machen. Können ja auch mal Betten haben, oder? Betten holen irgendwie. Ja, dafür brauchen wir auch irgendwie so eine komische Pflanze. Da kann man auch Betten mitmachen. Also, kann man Wolle draus machen und das Wolle können wir dann in so Betten machen. Oh, der Sonnenaufgang. Ist das nicht schön? Hier. Das ist nicht schön, stimmt. Es geht alles zu uns in den Arsch vorbei. Ja. Unseren netten kleinen Garten. Ja. Auch schon die ersten 2 Melonen da sind, die Gewinn bringen. Ich würde sagen, ich fress immer Karotten und du Melonen. Pflanzen mal hier noch. Auf der Seite kann ich ja mal Güsal anpflanzen. Nee, nicht Güsal. Oh, wie heißt das? Doch irgendwie Güsal so. Güsal sieht. Ja, genau, Güsal. Doch, Güsal. Für die Chochopost, wenn wir die uns mal holen wollen, wo wir auch dieses Chochopedia, dieses Buch haben dazu. Wollen wir jetzt mal irgendwie suchen, ob wir irgendeinen kleinen Dungeon finden oder so? Ich hab glaube ich schon gefunden, da hinten, da genau vor unserer Farmding. Nee, ich meine nicht eine Höhle, sondern irgendwie mal Hexed Action. Oh. Achso. Ja, das ist die Frage. Ne? Ja, wir können es doch probieren. Ich lerne mein komplettes Inventar einfach mal aus. Das kannst du ja auch mal machen. Oh, wo leere ich denn das hin? Ja, ich kann Kisten machen.
Warte. Wir nehmen jetzt nochmal die Zeit. Ja, genau, wir machen jetzt hier nochmal Vorbereitung und dann gehen wir nächste Folge los. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Wenn du mal weggehen würdest, bitte. Hey, du machst unseren Boden kaputt. Ich mach dich auch gleich kaputt. Hey, wir haben Stein. Warum ist jetzt Stein? Schmeiß mir mal eine Spitzhacke runter, bitte. Nein, lass! Was? Holz können wir gebrauchen. Oh Mann, bist du. Ich finde Boden cooler irgendwie als einen anderen zu machen. Du hast angefangen. Das ist dir nicht runtergefallen. Hast du mir jetzt die Spitzhacke? Ja, die gegeben? Ist nicht runtergefallen. Da, jetzt ist sie da. Ist oben liegen geblieben. Was willst du aus machen? Aus Sandstein oder was? Keine Ahnung, ich finde auch die Slabs nicht schlecht, die hier so sind irgendwie. Find ich eigentlich sieht ganz cool aus. Kannst du mir eine Eisenspitzhacke runterschmeißen? Gehst du jetzt farmen oder was? Nein. Was machst du denn? Ach, du baust ein Lager? Mhm, Lagerraum, ja. Da, die Efficiency. Efficiency. Spitzhacke. Oh. Das habe ich überhaupt gar keine mehr. Chestplate ist geil. Einfach mal von der Spinne getroppt. So ein geiles Ding. Doch, ich will sparen. Material sparen. Ziehen. Ja. Hier. Mit was bitte? So. Mit den Dingern oder ja, was? Ja, ich finde das sieht gar nicht schlecht aus. Warum hast du dann abgebaut? Ja, weil ich jetzt immer nur einen halben hinsetze, dann haben wir doppelt so viele davon. So. Was sieht dann scheiße aus, wenn man da runter geht und dann. Ja, da kann ich ja dann einfach hier kann ich ja volle hinsetzen. Und da. Na, der Kiste muss natürlich auch. Die Kiste hier kann man auch mit so einer doppelten machen. Das reichen die natürlich nicht. Wie heißen die? Was? Die hier. Das sind Stone Slab. Das ist drei einfachen Stone herzustellen. Okay. Haben wir gebrannten Stone wahrscheinlich nicht, ne? Brenne ich da nochmal schnell ein bisschen was? Was? Red-Ding oder was? Nee, Stone Slabs. Kannst du ja machen. Ja, mache ich ja gerade. Brenne ich ja gerade dafür. Haben wir noch Leitern? Nein. Doch, eigentlich schon. Ne? Ja. Egal. Wir werden noch oft genug Leitern brauchen, glaube ich. Ja, 15 Stück. Kann man so Truhen hinsetzen? Warte, ich komm mal runter. Oh. Du hast einen Fehler gemacht. Ne, ich hab die oben an der Wand angefangen. Kann man so Truhen hinsetzen? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Du musst auch heller stellen. Ist ja voll hell so? Bei mir. Komm so. Wie so drunter? Ja, so die drunter. Achso, ja, wie du die Koppels gesetzt hast, ja, das geht. Okay. Aber das ist ja dämlich. Dann also, wer ist bei uns gerade oben durch die Tür gegangen? Der ist hier durch die Tür gegangen. Lol. Wir können auch da einfach unser Lager rein. Nee, was schon. Geil. Wo führt das hin? So in das Haus hier. Da können wir aber auch sau das geile Lager reinmachen in das Haus hier. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir dann angefangen unser Lager zu bauen. Nächste Folge, wenn wir dann das Lager fertig bauen.
Und danach werden wir dann mal schauen, dass wir dann wieder irgendwas Hexet-artiges machen und irgendwelche Türme gehen oder so. Ich würde sagen, man sieht sich. Ciao. Servus.